Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist jetzt wieder ein neues Hauptprojekt am Start. Und zwar gibt es bei mir in der Stadt nix. Und ich habe jetzt einige Produkte für euch zum Zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wir fangen auch direkt auch an. Also ich war wirklich echt happy, dass bei mir im Dorf nix ist und auch noch in einer anderen Stadt nix ist, aber nur in einem DM. Wir haben in der anderen Stadt zwei DMs, aber einer hat nix. Ich habe im Dorf nix. In der anderen Innenstadt, wo ich immer Richtung Arbeit fahre, da weiß ich nicht, ob da auch nix ist. Und ich habe nämlich dort auch zwei DMs, genau. Da weiß ich nicht, ob es da auch nix gibt oder halt wer nix besitzt. Aber das werde ich dann demnächst mal feststellen. Genau, ich habe Feuchttücher und ich habe die Produkte hier und ich hoffe, euch gefällt es. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich wollte warten, bis die Sonne ein bisschen weg von mir ist, dass ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Und ja, also ich bin richtig happy über die Produkte. Mega geil. Und wir fangen an mit einem ersten Produkt. Und zwar habe ich mal eine Palette gekauft. Es gab da auch verschiedene Paletten mit verschiedenen Kategorien. Es gab davon von dieser Reihe, ich glaube, drei Stück. Und von einer anderen Palettenreihe, ich glaube, vier, fünf, sechs. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber Leute, die ist so, so, so toll. Die nennt sich NYX DCP03 Stormy Skies. Lidschattenpalette mit 10 Farben. Ja. Also mega cool, aber die haben hier keine Namen. Also wie die ganzen Namen so heißen, aber die Palette heißt halt Stormy Skies. Kann ich euch ja mal hier zeigen. Ja. Hier steht das auch nochmal drauf, Stormy Skies. Also es ist wirklich, ist zwar aus Plastik, aber sieht trotzdem schick aus. Hier steht auch Stream Ketchup Palette. So. Da ist auch keine, kein Pinselchen bei. So sieht das einfach aus. Man kann. Oder kann man nicht das hochziehen? Nee, kann man nicht hochziehen. Ich habe gedacht, das kann man hochziehen, ist aber nicht. Egal. Auf jeden Fall sind das die solche Farben. Die sind gebacken so ein bisschen. Genau. Das sind seidige, glänzende Farben, matte Farben, wie auch schimmernde Farben mit dabei. Ich werde mal schnell gucken, dass ich euch einiges swatche. Ich zeige euch jetzt erstmal die oberste Reihe, die sind sehr, sehr weich. So. Dann haben wir einen glitzernden Ton. Also ich finde diese Farben wirklich sehr, sehr schön. Ich ein bisschen wieder säubern. Falls euch dieses Geräusch nervt, mein Vater, der bastelt gerade an unserem neuen Fußboden. Und ja. Also das ist jetzt erstmal die erste Reihe von der Pigmentierung her. Also hier oben. Finde ich die ganz in Ordnung. Super. Buttrig. Farbauswahl finde ich klasse. Und dieser hier, den letzten hier,
von euch jetzt der Erste, aber ich habe jetzt von hier aus gequatscht. Der hat mich noch so ein bisschen erinnert an den Fancy and Property oder hier den hier auch. Halt ohne Schimmerpartikel. So in der Farbrichtung gehen die. Und ich finde die einfach nur schön. Ja. Kann ich echt nicht meckern. So, dann zeige ich euch nochmal schnell die zweite Reihe. Da haben wir zum Beispiel ein wunderschönes, dunkles Lila mit Blauschimmer. Dann haben wir nochmal einen Braunton mit so einem Champagner-Schimmer. Dann haben wir einen Braunton, ein sehr, sehr dunkles Braun mit Goldschimmer. Dann haben wir, was ideal ist, natürlich ein matter, ja, Vanilleton zum Ausblenden. Und dann haben wir hier noch ein Schwarz. Das ist jetzt hier diese Reihe von unten. Sorry. Also diese Pigmentierung finde ich auch mega, mega, mega toll. Ja, besonders das Lila ist wirklich wunderschön. Und auch diese Schimmertöne hier einmal mit Champagner-Schimmer, einmal mit dem goldenen Schimmer drinne. Also finde ich wirklich super. Klasse. So. Das werde ich jetzt auch schnell entfernen. Also wenn ihr da noch genauere Swatches so sehen möchtet, dann müsst ihr dann gucken, ob ihr da noch was findet. Weil es war echt richtig ausgeräubert. So, dann habe ich einmal Jumbo Eye Pencils. Ja, ich hatte ein oder zwei in meiner Sammlung. Und ich wollte ja eigentlich die Jumbo Eye Pencils erweitern und habe jetzt drei Stück gekauft. Einmal das berühmte Black Bean. Mega tolle Farbe. Also ich habe von dieser schwarzen Farbe echt Gutes gehört. Für dunkle Augen-Make-ups. Wirklich toll. Oder wenn ich jetzt eine dunkle Base nehme und dann eine Händenlidschatten und das dann halt kombiniere, sieht bestimmt auch klasse aus. Das ist die 601 Black Bean. Jetzt fällt mir alles heute aus der Hand. Ja. Dann habe ich einmal das berühmte Milk oder das gehypte 604. Ist ein ganz normales Weiß. Soll auch sehr, sehr gut sein. Sind sehr cremig vom Auftrag her. Bin ich auch mal echt gespannt. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie die im Vergleich zu meinen Color Tattoos sind. Also ich meine, Color Tattoos sind ein bisschen teurer als die. Ich müsste mal noch mal recherchieren. Weil wenn die anderen Color Tattoos leer sind, werde ich mir auf jeden Fall die ganze Range von diesen Jumbo Pencils kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mal eine noch eine Farbe mit. Und zwar habe ich hier die 619 Rust. Genau. 619 Rust. Das ist so ein Bordeaux-Rot mit, ja, so ein Gemisch aus Braun, Bordeaux oder Rost. Nee, eher Rostrot. Und das ist die Farbe hier. Auch eine schöne Farbe. Kann ich auch echt nicht meckern über diese Farbe. So, jetzt machen wir das wieder ab.
hoffe, euch ist das angenehm so, dass ich ein bisschen versuche, schneller zu machen. Aber wie gesagt, wenn ihr was Genaueres wissen möchtet, dann schaut in den Läden gerne nach. Ne? So, dann habe ich einmal ein Kajal. Das ist, die nennen sich hier, es gab auch, glaube ich, verschiedene. Das ist jetzt hier ein Eyebrow Pencil. Und, aber das ist auch für Augenbrauen, denke ich mal, aber grün, grün-blau. Naja. Das ist die Nummer oder Farbe SPE 910 Satin Blue. Das sieht eher so grünlich aus und auf dem Swatch sieht das eher so türkisblau. Ja. Aber ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich echt nicht meckern. So. Dann habe ich einmal Lippenprodukte. Und zwar gab es ja auch verschiedene Lippenprodukte. Ich fand das sehr interessant mit diesem Lippenstift. Und zwar NYX Full Throttle Lipstick. Was ist ein Waterproof Lipstick? Steht hier. Das ist die Farbe FTLS 07 Sidekick. So sieht das Ganze aus von NYX. Ich mache es einfach mal daneben. Und das ist so ein, ja, so ein schönes Nude Peach. Also das schimmert hier so peachy. Hier kann man ja auch sehen, was das auch für eine Farbe ist. Also ich würde das so nehmen in so peach, nude. Fand ich wirklich hübsch. Weil ich traue mich nicht ganz so wirklich an so noch dunklere Farben, als ich jetzt habe. Da gab es auch noch grau und Lila, also noch ein krasseres Lila und noch andere Töne, aber ich bin erstmal hier bei diesen Tönen erstmal hängen geblieben. Dann habe ich hier noch ein Lip Liner. Das ist einmal, die heißen hier nur Lip Liner. Das ist die Nummer SPL 860 Peekaboo Natural. Peekaboo? Ja, ist ein Nude-Ton. Könnte man auch mit dem Peach Nude auch ein bisschen kombinieren. Halt so ein bräunlicher Ton. Und ich finde die Aufmachung und Auswahl da echt mega, nur zum größten Teil war auch alles ausverkauft, Leute. Also, das will was heißen. Dann habe ich hier noch einmal ein Buttergloss. Ich habe hier eine. Ich glaube Apple Pie, meine ich. Oder Madeleine, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eine. Und ich habe aber den hier noch nicht. Und zwar BLG 23 Peach Crisp. Und ich mag diese Butterglosse. Das ist ein schöner Peach-Ton. So sieht das aus. Ja. Kann ich auch echt nicht meckern. Nee, nee. Der klopft und klopft heute. Also wir werden wahrscheinlich das ganze Wohnzimmer jetzt heute fertig bekommen. Weil wir leben da unten sowas von in einer Baustelle. Da klopft ihr gar nicht. Ich glaube, der will jetzt die das Wohnzimmerteil jetzt fertig machen, dann können die sich wieder gemütlich vorm Fernseher setzen, wenn die Feierabend haben.
So, dann habe ich ein Blush. Und zwar sieht die Verpackung so aus. Es gab auch eine in gebackener Variante. Das werde ich vielleicht mal holen, mal gucken. Aber ich wollte erstmal den hier haben. Die sieht dann halt von der Verpackung her so aus mit einem süßen Schleifchen. Sieht richtig süß aus. Das ist die Farbe HDB 05 Summer. Das ist ein High Definition Blush. Genau. Aber was ich gar nicht entdeckt habe oder übersehen habe, ist, dass die, ich hatte ja eins mal depottet, auch von NYX, das waren die mit diesen Vierecken dazwischen. Das hatten die nicht. Fand ich schade. Jetzt kriege ich das nicht auf. Moment. So sieht das in der Verpackung aus. So sieht das aus im Swatch. Sehr, sehr schön pigmentiert. Sehr krass, wie ich finde, aber mega. Normalerweise trägt man das in so Sommertage, aber ihr wisst ja, dass ich das nicht so ernst nehme. Ich trage das, was mir halt gefällt, und also die ist wirklich neonmäßig peach. I love you. Ja. Nur, das ist mit dem Verpackung so ein bisschen zum Aufmachen doof, aber egal. Dafür riskiere ich alles heute. Ja, dann habe ich eine, jetzt mache ich das ein bisschen wieder weg. Jetzt habe ich eine Bronzer-Highlighter-Kombination, weil ich wollte normalerweise die Highlight- und Bronzer-Palette kaufen, aber die ist leider überall ausverkauft gewesen. Und die normale. Ich werde die mir aber trotzdem mal besorgen, aber ich habe aber eine kleine Alternative gefunden. Und zwar gibt es ja dieses die berühmte Technik in Highlightern und Bronzen. Und zwar nennt man das Strobing. Genau. Und ich habe hier eine Palette von NYX, die nennt sich Strobe of Genius Illuminating Palette. Und da sind verschiedene Bronzertöne, Highlightertöne, und aber hier steht nichts, wofür was ist, sondern hier steht Illuminating Palette oder Illuminating Farbpalette, genau. Ja. Also es heißt Strobing. Da kann man sich wahrscheinlich aussuchen, was man gerne zum Highlighten nehmen möchte, zum Bronzen. Also eher so ein Bronzer-Palettchen. Ja. Sind verschiedene Farben drin. Gold, Champagner, hier ist auch ein Flieder. Ein Bronzeton. Nochmal so ein, also verschiedene Champagner-Vanilletöne. Versuch mal alle zu swatchen. Die ist einmal in Gold. Dann gehe ich in dieses Rosé Champagner. Alles schimmernd. Dann in diesem Lila oder Fliederton. Was ich auch sehr interessant fand als Highlight. Dann einmal ja dieses letzte von oben. Und das ist jetzt die erste Reihe. Alles sehr, sehr schön schimmrig, also rosé schimmernd, gold schimmernd, so fast silber schimmernd, silber mit so einem Flieger-Touch und dann halt dieses Peach, also wirklich bombastisch. So, und dann habe ich hier noch diese drei anderen Töne hier unten.
Dann haben wir hier ein dunkles Champagner-Tönchen. Ein Bronzetönchen. Und noch ein sehr, sehr heller Champagner. Moment. So. Und das sind dann halt diese drei aus der unteren Reihe. Und ich fand das wirklich mega, mega toll, dass ich noch eine erwischt habe. Und ja. Also die sind da wirklich alle leer, aber ich glaube, wenn die regelmäßig auffüllen, dann wird auch regelmäßig was leer gehen, weil die alle sich draufstürzen. Unglaublich. Aber ich habe jede Menge Nyx Produkte. Und dann habe ich noch ein flüssig Illuminator von Nyx. Born to Glow Liquid Illuminator. Ja. Das ist ein flüssiger Aufheller. Ja. Das ist die Farbe LI02 Clean. Das werde ich euch jetzt mal einmal swatchen. Klopf, klopf, wer ist da? So. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich das ein bisschen verteilt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen erkennen könnt. Ich halte mal still. So, geht, ne? Vom Licht. Naja, also ich habe das gekauft. Man kann auch, glaube ich, flüssig Highlighter auch in die Foundation mit einmischen. Werde ich mal testen. Und dann glow ich dann, da brauche ich überhaupt keinen Highlighter mehr. Dann muss ich noch einmal eben ein frisches Tuch nehmen. Ja, meine Lieben, das war's. Also mehr habe ich nicht. Ja, mehr habe ich nicht. Toll. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig mal gucken. Und ich bin so, so happy, dass da Nyx ist. Also mega. Ja, ich freue mich. Ich habe aber auch gehört, es gibt ja noch andere Besonderheiten. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob es die bei mir noch gibt. Es gibt die Besonderheit W7, gibt es, und Revolution. Revolution soll in Rossmann oder so sein. Da weiß ich nicht, ob es bei mir genauso ist. Keine Ahnung. W7 weiß ich auch nicht, ob es die bei mir irgendwann gibt als Aussteller. Da mache ich jetzt erstmal die Pferde nicht scheu, aber ich bin echt happy über die Nyx-Produkte und freue mich, dass ich die einsortieren kann. Ja, ich habe auch heute eine Bastelidee für mich entdeckt und die möchte ich dann in Ruhe testen. Und zwar kann ich euch eben schnell noch sagen, möchte ich gerne eine Art so Hanuta große Schachteln Aufbewahrungen machen. Ich zeige euch mal ungefähr die Größe. So. Ich wollte nämlich so große Schachteln, nicht Schachteln machen, sondern halt je nach Länge der Schublade, egal ob es jetzt für Lidschatten etc. sind oder für Paletten, wollte ich die dann halt so groß dann halt, so groß, so breit dann halt basteln. Ich nehme auch eins als Vorlage und dann kann ich die dann halt so ein bisschen aufreihen. Bei Lidschatten mache ich das natürlich ein bisschen kleiner, die Monos, aber so die größten Sachen wie Blushes, so Mini-Paletten oder so, da mache ich das schon ein kleines bisschen größer. Ja, und ich habe mir da spezielle Pappe geholt, und zwar von Holz Damas. Das sind so Kaplan Leichtstoffplatten. Die hatte ich damals gekauft für ein Nagellackregal. Jetzt habe ich ja ein Holznagellackregal. Aber jetzt so für die Schubladen, für Paletten,
für Monos. Da wollte ich dann halt diese Sachen machen. Vielleicht mache ich die nachher noch. Mal gucken, während ich dann halt das Video hier hochlade. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.